eigentlich wollte ich gar kein Video machen dazu, doch es wurde so oft gefragt. Also hier, was ist Linksammeln und wie funktioniert es? Fangen wir bei dem Spielfeld an. Die Pendulumskalen sind jetzt nicht mehr links und rechts vom Spielfeld, sondern sind ebenfalls in der Zauber- und Fallenkartenzone. Das heißt, wenn man beide Scales komplett hat, hat man nur noch 3 Zauber- und Fallenkarten zur Verfügung. Wenn man jedoch gar kein Pendulum-Deck spielt, hat man wie gewohnt bisher 5 zur Verfügung. Ebenfalls was Neues, es gibt 2 extra Monsterzonen. Zu Beginn des Spiels gehört keiner der 2 irgendein Spieler. Erst wenn der erste Spieler ein Monster aus dem Extra-Deck spezial beschwört, dann darf er sich aussuchen, welche ihm gehört und die andere gehört dann automatisch dem Gegner. In die Extra-Monster-Zone dürfen nur Extra-Deck-Monster beschworen werden. Das heißt Fusionsmonster, Synchromonster, Exitmonster, Linkmonster und ja auch Pendulummonster. Soweit ist alles ganz logisch. Doch was sind diese neuen Linkmonster? Hier ist ein Beispiel. Sie haben keinen Verteidigungswert, wodurch die Karten auch nicht im Verteidigungsmodus beschworen werden können bzw. gedreht werden können. Das heißt, gewisse Karten wie zum Beispiel Buch des Mondes oder Fine Controller kann man auf sie nicht anwenden, da sie ja keinen Verteidigungswert haben und nicht in den Verteidigungsmodus gedreht werden dürfen. Doch wie werden sie eigentlich gerufen? Genauso wie bei Synchromonster steht auf der Karte, welche Materialien benötigt werden. Diese werden dann auf den Friedhof gelegt und schon kannst du das Linkmonster in die Extra-Monster-Zone beschwören. Wenn man jetzt so ein Linkmonster beschworen hat, fällt schnell auf, dass sie sogenannte Pfeile hat. Diese Pfeile zeigen auf verlinkte Zonen. Sie können zu dir zeigen oder aber auch zum Gegner. Diese verlinkten Zonen wären dann ebenfalls zu Extra-Monster-Zonen. Das heißt, du kannst letzten Endes doch mehr Monster aus dem Extra-Deck beschwören als nur eins. Wenn man das alles sich jetzt angeguckt hat und eigentlich recht gut verstanden hat, kommen jedoch immer noch ein paar Fragen auf. Einige will ich jetzt beantworten. Wenn zum Beispiel ein Extra-Deck-Monster aus dem Extra-Deck beschworen wurde, dann auf den Friedhof gelegt wurde irgendwie und dann wieder beschworen wird, also vom Friedhof aus, dann darf sie in die Monster-Main-Zone gelegt werden. Also nicht eine Extra-Monster-Zone, sondern in die normale. Eine weitere Frage ist, darf man Karten überhaupt aktivieren, die ein Extra-Deck-Monster beschwören? Ja, man darf solche Karten aktivieren, aber nur, wenn dafür auch genug Platz ist. Das bedeutet, wenn man eine Karte wie zum Beispiel Instant Fusion aktiviert, muss man eine extra Monsterzone auf dem Feld haben dafür. Hierbei ist es jedoch egal, ob es die eine vorgesehene Zone ist oder eine verlinkte Zone ist, die dazu geworden ist. Oft taucht auch die einfache Frage auf, ob man direkt angreifen darf, falls der Gegner ein Linkmonster hat. Die Frage ist natürlich mit Nein zu beantworten. Um einen Gegner direkt anzugreifen, darf dein Gegner keine Monster kontrollieren. Da Linkmonster auch als Monster gelten, muss dies auch vorher zerstört werden, um einen direkten Angriff durchzuführen. Das war einmal eine kurze Einführung, wie die Linkmonster so funktionieren und was es sich mit den neuen Regeln so auf sich hat. Wird sich dadurch jetzt etwas verändern? Allgemein lässt sich sagen, dass Decks, die aufs Extra-Deck angewiesen sind, langsamer werden. Jedoch andere Decks, die darauf nicht angewiesen sind, jedoch gestärkt werden. Wie zum Beispiel Spellbook, Lichtverpflichtete, Necros oder Cosmo. Jedoch gibt es noch ein paar kleine Probleme. Es gibt Decks, die sowohl jetzt als auch mit der neuen Regelung sehr stark sind. Das beste Beispiel ist Zodiac. Hier seht ihr einen Eröffnungszug mit der neuen Regelung. Da dann schon die nächste Erweiterung draußen ist, haben sie 2 weitere Exit-Monster, wodurch sie mit Hilfe von Link-Monstern genauso spielen können wie bisher, was einfach unfassbar stark ist. Ein weiteres Deck ist Infernoid. Da es nicht auf das Extra-Deck angewiesen ist, kann es ohne Probleme genauso gespielt werden wie bisher. Das sind nur 2 Beispiele und es gibt noch einige mehr. Also lässt sich sagen, dass das Spiel nicht automatisch langsamer ist. Es betrifft zwar viele Decks, jedoch eben nicht alle Decks. Nachdem man jetzt das alles weiß, kann man sagen, dass die Idee als solches sehr gut ist. Konami versucht das Spiel etwas auszugleichen, was ich an sich eine sehr gute Idee finde. Das Problem, was ich jedoch darin sehe, ist, dass einige Decks immer noch so stark sind wie bisher, trotz der neuen Regelung. Und aus diesem Grund finde ich, dass Konami eine Liste erstellen sollte, womit alle Decks verschwinden, die dann noch zu stark wären. Wodurch dann alte Decks halt wieder stärker wären. Wie halt zum Beispiel Spellbook oder Dark World oder auch andere Decks, wofür sogar Support kommt. Ich hoffe, Konami macht das richtig und räumt da ein bisschen auf. Und wenn sie es gut anstellen, kann das Spiel wirklich viel besser werden dadurch. Ich hoffe, Konami macht es richtig und wir werden in Zukunft sehen, was Konami genau da so anstellt. Also, euch noch einen schönen Tag und bis dann.